Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Pixelmon. Heute sind wir nochmal in der Höhle unterwegs, die wir im letzten Part gefunden haben, unter unserem Haus. Und danach werden wir auch wieder hochgehen und versuchen, ein paar Pixelmon-Aufgaben zu machen. Aber erstmal ist es mir wichtig, dass wir in der Höhle hier versuchen, noch weiterzukommen. In der letzten Folge haben wir übrigens auch den Shader erstmal ausgemacht in der Höhle und... Damn, da schießt uns direkt ein Skelett an. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Also wie gesagt, in der letzten Folge haben wir hier begonnen in der Höhle und versuchten uns hier halbwegs durchzukämpfen. Das ist natürlich relativ schwer, wenn man hier, naja, gegen, Mobs kämpfen muss und nicht die neuen, oh fuck ey, und nicht das neue Kampfsystem so feiert, beziehungsweise das gar nicht kann. Ist natürlich sehr praktisch, ja, so einer bin natürlich ich. Das ist natürlich noch praktischer, dass ich das bin. Okay, pass auf. Wir bauen uns jetzt hier hin. Bam. Und dann hier runter, ja. Das sollte erstmal reichen. So. Jetzt müssen wir gucken, wie wir am besten an die Gegner rankommen. Oh. Da ist noch ein. Oh, fuck. Da ist noch ein Dings. Wie heißt das? Creeper. Ich muss. Oh, das war jetzt echt. Ich sterbe hier noch. Oh mein Gott. Du bist erstmal ein bisschen hier wieder. Ey, das ist echt. Ich komme auf dieses neue Kampfsystem nicht klar. Ich komme auf dieses neue Kampfsystem. Kann man das nicht irgendwie. Leute, wenn man das irgendwie ausstellen kann, dieses Kampfsystem, dieses Schlagen, Warten. Das ist so kacke. Ey, man kann fast keine richtigen Kombos mehr. Seht ihr das? Versteht ihr, was ich meine? Ich kann fast keine richtigen Kombos mehr geben. Das ist halt ein bisschen nervig. Naja, kommen wir jetzt wieder zum Wesentlichen, nachdem ich hier irgend. Er hat sich gedreht und ist da. Ey, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Das ist nicht normal. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dieses Kampfsystem ist einfach nur der letzte Cancer. Also, echt, ich feiere das neue Kampfsystem in Minecraft so gar nicht. Okay, was war das? Ich habe gerade ein Pokémon gehört, aber ich weiß nicht, von was für ein Ruf das jetzt war. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, das neue Kampfsystem ist nicht so geil. Deswegen werden wir uns auch nicht mehr so lange hier in der Höhle aufhalten. Ich werde jetzt nur noch kurz darunter. Hopp. In meinen. Haha. Du willst hier durch? Ja, da hast du die Rechnung nicht mit Justin gemacht, denn der hat ja alles zugebaut, der... Oh, Idiot, ey. Ich bin so ein Idiot, ey. Jetzt muss ich mich hier nochmal durchbauen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr praktisch, dass ich hier eine Mauer gesetzt habe. Ja, also, an sich war es keine dumme Idee, ja, aber ich hätte dran denken sollen, dass ich hier vorne vielleicht eine Kiste hingesetzt hätte mit zwei, drei Spitzhacken, damit ich hier noch irgendwie durchkomme, falls irgendwas ist. Wie zum Beispiel der Fall gerade. Okay, da ist noch Kohle drin. Ja gut, wir müssen uns jetzt beeilen. Da unten liegt mein Stuff, okay. Vielleicht schaffen wir es da hinten ins Wasser. Ich schaffe es natürlich nicht ins Wasser rein. So, das ist schon mal gut so. Lass mal zumachen hier den Schmarrn. Dann werden wir uns erstmal wieder ausrüsten können. So, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen, wir haben hier ein paar Probleme. Das ist schon klar. Das ist mir auch aufgefallen, Leute. Ja, aber ich sag mal so, zumindest haben wir schon mal ein bisschen Eisen gesammelt, haben eine kleine Hose schon mal. Und das reicht doch erstmal fürs Erste, oder? Fürs Erste reicht das. Das heißt, wir können uns eigentlich jetzt direkt diesen. So, das war doch gar nicht mal so scheiße. Gut. Ich rede hier mal relativ wenig, wenn ich irgendwelche Mobs bekämpfe, ne? Oh. Oh, oh, oh. Ah, danke schön. Wieso ging der da am Anfang? Ah, egal. Was ich sagen wollte ist, Alter, das war gerade richtig knapp und dann kam diese. Alter, das ist echt gerade. Gerade ist es echt nicht. Oh, was ist das denn? Das ist irgendwas Lilanes. Okay. Sind das Diamanten? Sind wir echt schon so weit unten? Ebene. 12, 13. Ja. Tatsächlich. Ey, wir sind bei Diamanten. Einfach fucking Diamanten gefunden, lol. Okay, jetzt brauchen wir noch irgendwie eine Eisenspitzhacke. Oh, 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 oh. Ah. Komm her. Dankeschön. Habe ich keine Eisen? Ich habe keine Eisen. Scheiße.
Okay, da vorne ist aber schon wieder Eisen. So. Das ist perfekt. Ey, das ist echt. Ist das Gold? Das ist Gold, fuck. Ich brauche Eisen, verdammte Scheiße, und kein Gold. Enderman. Ja, super. Okay, wo kriege ich jetzt schnell Eisen her? Weil ich möchte mich, wie gesagt, hier nicht mehr. Da müsste locker irgendwo Eisen sein. Also hier müsste ich. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Ich habe meine Kohle ja umgelassen. Aber es ist echt wichtig, dass wir hier gleich die Diamanten mitnehmen. Es ist sehr wichtig, ja. Mit einem Diamantenschwert wären wir direkt so viel besser ausgerüstet gegen diese ganzen Kack-Mobs. Leute, das wäre dann so viel easier. Okay, da ist wieder ein bisschen Lava am Start. Am Stüsselmannissel. So, können wir uns hier so einen kleinen Weg machen. Hier. Okay, wie kommen wir jetzt am besten? Ja, so ist es, glaube ich, am besten dahin zu. Oh! Das war gerade scheiße knapp. Das war ein guter Move von mir gerade, dieser Blocksprung. Hä, aber meine Frage ist jetzt echt. Das ist wieder Gold, ne? Warum ist hier nirgendwo Eisen, aber sau viel Gold? Wollt ihr mich verarschen? Das gibt es doch nicht. Ist das Ey, das ist Eisen, oder? Eisen! Ja, aber das ist. Irgendwie kriegst du die ganze Zeit den Enderman oder was das ist. Aber. Das war nur ein Block Eisen. The fuck? Hier ist. Hä? Was ist das? Also ist echt nicht cool. Wir haben hier echt sowas von null. Wir haben mehr Diamanten hier als Eisen. Wir haben fucking mehr Diamanten hier als fucking Eisen. Das ist echt bisschen komisch, ne? Wo kann ich noch hergehen? Da ist Redstone. Ne, es ist kein Redstone. Hier sind wir wieder bei den Diamanten. Irgendwo in die Wand reinbauen. Vielleicht finden wir da irgendwo. Irgendwo Eisen. Es war auf jeden Fall jetzt ziemlich wichtig, Eisen zu finden. Also, echt, das ist mehr als wichtig, hier jetzt Eisen zu finden. Das war kein Eisen, oder? Das war. Hier ist direkt nebenan Eisen, als ob. Und ich hab's nicht bemerkt. Ich hab's einfach nicht bemerkt. Ja, lol. Ja, ich bin aber auch ein Idiot. So. Das sollte mal gesagt sein. Ich glaube, das weiß so ziemlich jeder hier auf diesem Kanal, dass ich ein kleiner Idiot bin. Aber ein sympathischer Idiot, hoffe ich mal. So, Kohle hatten wir übrigens auch genug, das ist natürlich jetzt gut zu wissen. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut zu wissen, nachdem wir jetzt schon alles gefarmt haben. So, machen wir uns schon mal ein paar Sticks fertig. So. Oh, Diamanten, ey, perfekt, dann können wir dann das Gold, brauchen wir das unbedingt? Ich glaube, erstmal brauchen wir das nicht. Aber zumindest Diamanten hier, ich meine, wie viel haben wir hier? Oh, das sind viele, oder? Ja, das sind sehr, sehr viele. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Hier auch noch einen vielleicht? Ja, Alter, sind das 8? Wenn das direkt 8 Diamanten sind. Verdammte Scheiße, wäre das gut. Direkt 8 Diamanten, das wäre echt schon ziemlich, ziemlich sick. Komm, so. Und jetzt, let's go. Erster Diamant. Zweiter Diamant. Dritter Diamant. Vierter Diamant. Fünfter Diamant. Sechster Diamant. Siebter Diamant. Und 8. Diamant. Wir haben 8 fucking Diamanten. Ey, das ist so krass. Das ist so fucking krass. Alter. Direkt mal 8 Diamanten mitgenommen. Nee, das kann. Ich glaube, das geht gar nicht in meinen Kopf an, dass wir jetzt easy in der dritten Folge mal ganz kurz 8 Diamanten gefunden haben. Ja, perfekt. Das ist schon mal gut. Aber was ich jetzt noch machen wollte, ist. Kann das hier rüber gehen? Da ist nochmal ein bisschen Eisen. Hier ist wieder Gold. Gold können wir jetzt eh mitnehmen. Wir haben jetzt eine Goldspitzhacke. So. Und das ist wieder Eisen, oder? Das war jetzt einmal Golderz und einmal. Let's up. Es ist echt so. In dem Texture Pack ist es ein bisschen so schwer zu unterscheiden, was jetzt was ist. Aber das Texture Pack an sich ist ganz cool. Also ich finde das Texture Pack an sich wirklich sehr, sehr cool. Nur das uns zu unterscheiden halt, was jetzt was ist, ist halt das Problem hierbei. Okay, ich glaube, das reicht. Wir haben jetzt erstmal. Das reicht doch erstmal, oder? Also, würde ich jetzt behaupten. Okay, das sind Rubine oder sowas. Kann man einen von mitnehmen, oder? Was ist das? Ein Rubin, ja. Rubin ist das. Okay, perfekt. Gut, dann würde ich aber auch schon sagen, gehen wir wieder hoch. In die Safety Area und in unser Haus rein. Da habe ich gerade ein Dicklet gehört. Habe ich gerade ein Dick da gehört? Soweit unter der Ebene hier. Ja, es ist ein Dicklet. Das ist ein fucking Dick da. Was ist das denn hier? Oxid. Ich wusste gar nicht, dass auch in Höhlen Pixelmon sind. Also es muss ja hier sein in der Höhle. Ich dachte immer, die wären ganz oben dann. Aber ist ziemlich cool. Das passt ja dann zu dem Dick da halt.
dass es dann in der Höhle ist. Das würde echt perfekt sein. Also, ich finde das cool. Das ist ein cooles Feature. So, jetzt müssen wir nur noch wieder irgendwie hochfinden. Das ist, glaube ich, das schwerste Problem. Wie finden wir jetzt hoch? Wo? Da, ne? Da war das, oder? Es sieht auf jeden Fall halbwegs ausgeleuchtet aus und... What the fuck, was ist das? Ja, es ist unser Gang. Es ist unser Gang und das, da geht's hoch. Und was ist das hier nochmal? Also dieses, oh, Bauxit, ja, Bauxit war das, okay. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Aber wir haben alles, was wir jetzt fürs Erste brauchen, haben wir jetzt schon mal alles. Also wir haben fucking Kohle, wir haben ein bisschen Eisen noch, also drei. Wir haben hier noch ein bisschen mehr Kohle. So. Aber das Geilste ist, wir haben 8 Diamanten und das ist schon mal ziemlich nice. Die wir direkt ablagern werden, genau wie den ganzen Schmarrn hier. Auch den Rubin, das mache ich auch nicht. So, Pilz. So, wir gehen mal raus und gucken jetzt mal. Oh! Kadabra läuft hier. Also, hier läuft schon einiges rum. So, wir können gleich mal vielleicht was fangen oder so. Aber erstmal gucken wir bei unserer kleinen Farm mal nach. Da ist ein. Oh. Da ist unser Boot noch. Da ist eine kleine Spinne, die auf den Piss gehen will, ne? Komm her. Komm. Versuch's doch. Versuch's doch. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, wenn wir das jetzt nicht gekillt hätten. Oh, guck mal, da hinten ist sogar schon das erste Weizen, so wie es ausschaut. Übrigens haben wir jetzt auch Knochenmehl. Perfekt. Perfekt. Früher war das mal so, dass Knochenmehl direkt was zu Weizen gemacht hat. Mittlerweile ist das leider nicht mehr der Fall. Mittlerweile muss man da schon sehr lang drauf haben, bevor da irgendwas kommt. Ist das Problem. Aber ja, zumindest gibt es überhaupt noch Knochenmehl. Ja, es ist allgemein scheiße, ich weiß. Also. Bitte, das ist sehr scheiße. Ich habe wieder das Problem der Probleme, ne? Ja, ich habe wieder das Problem der Probleme. So, warum funktioniert das nicht? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, warum der Schmarrn hier nicht funktioniert. So, wir können auf jeden Fall jetzt weitere Ebenen eben anbauen. So, für die zweite Reihe wird es jetzt noch nicht reichen, weil ich nicht genug Seeds dabei habe. Oder allgemein nicht genug Seeds habe. Aber wir können die erste Reihe schon mal anfangen. Das ist doch schon mal was Positives. Das, den Rest können wir, wie gesagt, dann in der nächsten Folge machen, wenn wir mehr Seeds haben. So, so. Aber es geht schon mal gut voran, Leute. Das ist doch schon mal das Positive. Wir haben schon mal 4 Weizen nochmal geholt. Und so, ich würde sagen, wir bringen nochmal ein bisschen Stuff. Ein lol. Wir sind gerade in den Kampf mit einem Hutu geraten. Okay, gehen wir auf First Buff rein. Es müsste easy gekillt werden. Perfekt. Perfekt. Ich habe den Kampf gewonnen. Ich habe ein rohes Hühnchen. Perfektes. Perfekt, perfekt. Ist echt perfekt. So, warte mal. Können wir hier direkt gönnen. So, da können wir eigentlich auch direkt schon ein bisschen Kohle noch mit reinhauen in den Ofen. Bald können wir dann auch mal anfangen, ein bisschen auszubauen, wenn wir hier halbwegs unsere ersten wichtigen Dinge gemacht haben, weil es ist halt echt noch eine scheiße Bude derzeit, die scheiße ist. Ja, trifft es gut. Eine scheiße Bude, die scheiße ist, ist, glaube ich, ganz nice gesagt. So, das kann weg, das brauchen wir auch erstmal nicht. Kies brauche ich erstmal nicht. Ja, die kann erstmal mitkommen. Die Eisenspitzhacke brauche ich erstmal nicht. Ja, kann auch erstmal weg. Das. Ich brauche bald mal eine größere Kiste. Ich baue mir erstmal eine zweite Kiste an. Ja, ich weiß, ich bin gerade echt sehr, sehr unkreativ, was sowas angeht. Können wir den. Die können wir am besten dahin bauen. Ja, also das ist gerade erstmal so eine kleine Aufteilung von Stuff, den wir hier irgendwo hinsetzen. Ja, komm, reicht erstmal. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal kurz ein bisschen rausgehen, ein bisschen kämpfen hier. Damit wir auch mal was. Noch was Dingsmäßiges gemacht haben. Komm. Ich vergesse jetzt gerade die ganze Zeit, dass unser Dings hier, ich glaube, das war. Was war das nochmal? War das Z? Ich glaube, das war Z, ja, ne? Ne, wo habe ich das nochmal draufgesetzt? Es war 1, okay. Okay, es war 1. So, dann komm her und kämpf gegen ihn. Nehmen wir mal einen Felswurf rein. Sollte One-Hit sein. Ja, easy One-Hit. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, alte Bruchstein, nice. Das ist. Ja, ich würde sagen, Leute, wir belassen es erstmal bei der Folge hier. Ich glaube, wir machen noch ein, zwei Kämpfchen hier und dann war's das. Bei mir gibt es nämlich jetzt gleich erstmal Essen und ich glaube, in der nächsten Folge können wir dann schön weitermachen. Mit ein bisschen Trainieren von unserem Litto mit. Und vielleicht möchte einer ja das Pokémon sein. Wenn einer das Pokémon sein möchte, dann kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das mal umbenennen. Denn wir haben gerade echt, sonst haben wir nicht so krasse Pokémon, also Gegner hier. Die wir besiegen können, die sind alle viel zu. Ne, die sind alle zu krass, war das Problem. Aber da können wir vielleicht rein. Komm, dich können wir vielleicht noch gönnen. Dich können wir vielleicht noch gönnen, komm her. Dankeschön. Käferbiss. Easy und dann.
Leute, 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 passt auf. Dann gönnen wir uns jetzt das Pokémon. Komm, komm, komm. Gib mir das Pokémon. Ich will das Pokémon haben. Gib mir das Shiggy. Komm. Nein, es ist ausgebrochen. Scheiße. Der Aquaknarre hat jetzt gesessen. Okay, komm. Noch ein Ball. Noch ein Pokéball. Komm. Go, go, go. Komm, 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 komm. Ausgebrochen. Panzerschutz. Okay, noch einmal. Ich darf halt nicht jetzt sterben mit Lysimmel. Das wäre halt relativ scheiße. Aber wenn wir das Ding fangen können, das wäre jetzt sowas von geil. Und ich meine, wir haben es ja schon richtig gut geschwächt. Das sollte eigentlich ganz easy drin bleiben. Komm, bleib drin. Bleib drin. Komm, komm. Ja, wir haben es gefangen. Nice. Nice. Perfekt. Somit haben wir auch schon ein drittes Teammitglied. Wir gehen jetzt mal in unser Haus rein. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich habe jetzt noch mein schönes Holzkohle, ja. Da, mein Hühnchen hier. Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Paxomon mit Xerno und den ganzen Pokes, die hier am Start sind. Und dann auch wieder mit Shader. Jetzt habe ich ihn gerade rausgelassen wegen der Höhlenexpedition. Aber den machen wir dann wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Haut rein, euer Xerno.